Herzlich willkommen zurück zur Messe Live TV von den Medientagen München 2010. IPTV, Streaming und Videohosting ist ebenso ein Thema hier auf den Medientagen. Wir befinden uns nun am Stand von Hofmeier Media und ich begrüße zum Gespräch Stefan Hofmeier. Er ist der Geschäftsführer der Hofmeier Media GmbH. Herr Hofmeier, wie hat sich IPTV in den letzten Jahren entwickelt? Also wir sehen das an den Kundenanfragen und an den realisierten Projekten. Das ging stetig nach oben, angefangen von kleineren Streaming-Leistungen, von Zuspielungen, von Event-Übertragungen bis hin zu Livestreamings von Fernsehsendern, Mediatheken. Da kommen diverse Anfragen. Herr Hofmeier, welcher Aufwand steckt dahinter, ein TV-Programm über verschiedene Verbreitungswege zu streamen und wie funktioniert das Ganze technisch gesehen? Es kommt darauf an, wie der Content schon produziert ist oder ob er live zugespielt wird. Wir müssen den dann transkodieren in die verschiedenen angefragten Formate. Flash, Silverlight, HTML5, das sind die gängigen Formate. Dann wird dieser Content bereitgestellt auf unserer Content Delivery Plattform. Je nachdem, wie viel gleichzeitig Zuschauer erreicht werden sollen, muss dieser Content auf verschiedene Server dann verteilt werden. Welches Zukunftspotenzial sehen Sie eigentlich in der IP-basierten Programmverbreitung und auch im Videohosting? Das Fernsehen und auch der Abruf von Filmen wird immer individueller und da bietet sich natürlich der IP-Weg an. Wir sehen da sehr große Wachstumschancen und es ist auch bereits jetzt absehbar, dass da der Weg hinführt. Fernsehen hält ja auch immer mehr Einzug im Internet. Wie hat das die Online-Branche verändert? Ja, früher bestanden ja die Webseiten nur aus Text und ein paar Bildchen. Inzwischen ist ja alles multimedial, springt einem ja fast schon entgegen. Das erfordert leistungsfähige Server, die wir bereitstellen, bis hin zum Videohosting für große Firmen, die im DAX gelistet sind, sind wir da bereits gut im Geschäft. Tja, Herr Hofmeier, das heißt also, Sie sehen IPTV und auch Videohosting voll im Kommen. Ja, dahin geht der Trend. Man sieht es ja auch mit der Vernetzung zwischen den üblichen Broadcast-Sendern mit Internetangeboten hier auf der Messe mit HBB-TV. Und dahin wird dazu führen, es wird immer mehr Spartenprogramme geben, die eben halt dann nur im Internet zur Verfügung gestellt werden. Bleibt also spannend. Wir werden diesen Trend weiter verfolgen und für den Moment vielen Dank, Stefan Hofmeier, für das Gespräch. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war es von uns für den Moment von den Medientagen München 2010. Vielen Dank fürs Zuschauen.